So, hallo Leute, willkommen zu diesem Video. Und zwar geht es jetzt nochmal um den ganzen Kram, den ich für Freya habe. Denn ich habe auf ihrer Instagram-Seite, sie hat jetzt einen, ich schreibe euch den Namen einmal unten in die Infobox, erzählt oder gefragt, ob das halt nochmal interessant wäre zu sehen, was ich jetzt alles habe. Keine Sorge, ich werde nicht alles davon benutzen. Es sind auch Sachen dabei, die sie erst ganz, ganz spät kriegt, so im Alter von 3, 4 Jahren. Halt je nachdem, mal schauen, ne? Ich habe sie halt, weil ich nicht wusste, wie groß oder generell, ob wir jetzt wirklich einen Fohlen kaufen oder nicht. Und was für eine Größe das dann braucht. Und ja, sowas halt alles. Ich fange mal hier rechts an und dann kann ich das nämlich hier hinter mich stellen. Ich habe ganz früher, noch bevor ich Wanderly als Reitbeteiligung hatte, weil ich ja so einen Voltigierbock habe, mir Steigbügel auf einem Flohmarkt gekauft. Ich habe keine Ahnung mehr, wie alt die sind oder wie groß die sind jetzt. Sind halt so ganz schwarze. Gefühlt auch halt nur für kleinere Füße gedacht. Aber ich denke, ich werde halt irgendwann mit ihr mit 3 Jahren anfangen, sie an eine Schabracke zu gewöhnen. Und dass sie dann einfach, oder dass ich dann mit einem Seil einfach die Steigbügel sozusagen da dran hänge, dass sie weiß, dass da unten was rumbaumeln kann, dass ihr das nichts tut und sowas. Weil ich glaube nicht, dass ich die benutzen werde. Da werde ich mir dann nochmal neue kaufen, zusammen mit einem Sattel. Thema Schabracke. Die nächste Equitana in Essen, also nicht die Equitana Open Air, sondern ich sag mal die normale, wo ich jetzt halt war, ist ja nochmal in 2 Jahren, also 2019. Da wird Freya dann auch 3 Jahre alt. Das heißt, dann werde ich nochmal definitiv eine Schabracke kaufen, vielleicht auch zwei und mal schauen, was ich dann auch so alles brauche. Vielleicht Trensen, Gamaschen, ja, halt so alles in die Richtung. Es war richtig schade, denn ich hatte da am Sonntag eine Trense gesehen, extra für Isländer und die war halt wirklich schön. Aber kann ich halt leider noch nichts mit anfangen, deswegen hoffe ich mal, dass sie die dann das nächste Mal auch da haben oder zumindest so eine ähnliche oder dass ich so eine nochmal finde. Nochmal Thema Schabracke. Und zwar hatte ich gesehen auf YouTube Anleitungen, dass man oder wie man sich sowas selber machen könnte. Ich habe hier auch noch ein bisschen Stoff rumliegen. Ich muss mal gucken, wie groß das ist. Und dann werde ich mal gucken, ob ich dann so eine Mini-Schabracke basteln kann. Einfach aus Spaß. Ja, mal schauen, weil wir haben auch eine Nähmaschine. Deswegen wäre das vielleicht ganz praktisch. So, dann, ich glaube, zu Zeiten von Wonderly, wo ich gerade mit ihr angefangen hatte, hatte ich, ich habe keine Ahnung, wie dieses Teil heißt, aber das kann man halt entweder an Halfter oder an eine Trense ranhängen. Halt hier eine Seite Gebiss und andere Seite Gebiss und es eignet sich sehr gut zum Longieren, weil dann hat man nicht nur die Belastung auf einer Seite mit dem Ziehen an der, an, also an dem Gebiss, sondern auf beiden Seiten. Also denke ich, wird das vielleicht irgendwann, wenn ich sie longiere, auch ganz hilfreich sein. Des Weiteren habe ich hier jetzt einmal schon Blauspray. Das hat mir irgendwann mal beim Krämer gekauft. Da gibt es ja auch ein Haul zu. Ich glaube, ich habe inzwischen sogar eine Playlist mit Hauls. Da werde ich dann gucken, dass ich da mal immer wieder aktualisiere, wenn neue dazu kommen, dass die da reinkommen. Ja. Und ich glaube, dann öffne ich einmal den Putzkoffer. Denn daran werde ich sie auf jeden Fall im Sommer gewöhnen. So, also halt alles sehr, sehr langsam. Aber mit weichen Bürsten. Weil sie kennt sowas alles noch nicht. Habe ich ja erstmal Mähngummis. Mal schauen. Dann habe ich hier noch Verband drin. Meine Magic Brush, die ich zum Geburtstag gekriegt hatte. Ich liebe die, die's halt im Gegensatz zu den zwei, die ich jetzt schon benutzt habe, sag ich mal. Also ich habe eine für meine Katze, weil das hilft auch richtig gut. Und eine bei Wonderly. Und die ist halt mega geil. Die hilft richtig, richtig gut. Vor allem jetzt hat Wonderly zwar ja nicht das längste Fell, aber halt im Fellwechsel ist das auch nervig, dass sie immer hart. Und da sind die halt wirklich gut, die Dinger. Den hässlichen Schwamm, da werde ich mal gucken, ob ich noch einen anderen kriege, weil ich weiß nicht, ich finde den scheiße. Ich hole es jetzt nicht mal raus, aber ich habe hier noch so eine Schmusebürste, dann eine normale, nennt man die Dinger Kadetsche? I don't know, so ein Gummistriegel. Wie beim Voltigieren einfach mal nur Beinbürste, Hufkratzer und dann noch
ja, eine ganz, nicht eine ganz weiche Bürste, aber auch nicht hart, sondern weiß nicht, so ein Mittelding, sag ich mal. So, des Weiteren, wo ich noch irgendwie gucken muss, ob ich das hier reinkriege, von der Equitana, die supergeile Mähnenbürste mit dem Gelgriff von Waldhausen. Und dazu passend diesen Metallstriegel, der halt auch gut beim Fellwechsel sein wird, aber erst wenn sie so 2-3 ist, weil ich glaube schon, dass das Ding ein wenig angsteinflößend aussieht und halt ist nicht der weicheste, ne? Von daher erst später, ich mache das erst mit dem Gummistriegel, dann jetzt, wenn sie in den Fellwechsel kommt. Ich kann da auch nochmal mein Blauspray wieder reinpacken. Dauert ja noch, bis sie kommt. Das Gute ist, es passt gerade noch so alles rein, ne? Vielleicht noch eine Bürste oder so. Oder halt noch ein Schwamm passt da rein und dann ist der auch voll. Und ich hoffe auch, dass ich nicht mehr brauche. Dann haben wir auch ganz am Anfang ein Heunetz gekauft. Wenn wir sie denn abholen, glaube ich, werde ich das mitnehmen. Ich werde das zumindest bis zur Hälfte voll machen, dass sie vielleicht ein bisschen dran knabbern kann. Und wenn sie es nicht will, dann will sie es nicht. Ist auch nicht schlimm. Dann werde ich mal gucken. Irgendwann werde ich das bestimmt gebrauchen. Ja. Und dann habe ich ebenfalls vom Krämer so eine Müslischale. Die kriegen im Moment einmal am Tag Mineralfutter. Aber ich weiß nicht, wie die Besitzerin oder die Hofbesitzerin das da macht. Deswegen mal schauen. Und zur Not, wenn wir mal was geübt haben, habe ich gelesen in einem Fohlenbuch, soll man die nicht aus der Hand füttern, sondern lieber aus der Müslischale. Weil sonst merken die sich das, dass sie halt das vom Menschen kriegen. Und das ist auch nicht so super. Dann habe ich so einen ganz, ganz weichen Strick. Ich finde ihn ganz ehrlich gesagt nicht so klasse, weil er halt nicht rund ist und ich es doch lieber habe, so einen runden Strick in der Hand zu haben. Und zudem habe ich von demselben Material eine Longe, die hängt aber bei Wonderly im Schrank. Die werde ich dann aber auch irgendwann holen, wenn Freya alt genug dafür ist. Dann habe ich zwei Fohlenstricke. Ja, habe ich ja schon öfters gesagt, die sind halt so mega weich und halt auch, ich sag mal, relativ kurz. Ja, dann mache ich einmal hier weiter mit den Bandagen. Die wird sie auch erst kriegen, wenn sie älter ist. Aber die hatten wir halt auch beim Krämer gesehen und die waren halt perfekt Größe Pony. Und die sind so süß und ich werde mir auch irgendwann diese Schabracke davon holen. Da gibt es ja auch eine. Weil die hat Fee auch, das weiß ich. Und ich fand die Dinger halt voll süß, deswegen mussten die mit. Leider hatten sie da in der Farbkombination oder aus der Kollektion keine Abschwitzdecke in dem Moment, wo ich dachte, dass sie passt. Weil ich habe auch eine, die werde ich jetzt aber nicht extra zeigen. Da wissen wir auch nicht, ob wir die jetzt behalten oder ob Fee die vielleicht kriegt, weil Freya das ja alles nicht kennt. Und da sie ja, denke ich mal, relativ schnell wachsen wird, haben wir gesagt, okay, vielleicht ist es nicht ganz so sinnvoll gewesen, die zu kaufen, aber naja, mal schauen. So, kommen wir zu den Halftern. Das hier wird das wohl sein, was sie als erstes kriegt. Das hatte ich auf der Equitana gekauft. Ist halt so ein schwarzes mit so einer, ich nenne es mal, Indianer-Besteckung. Wir haben jetzt probiert, weil es ja an der Nase relativ groß ist und Isländer ja eine kleine Nase haben, da noch extra Löcher reinzumachen. Problem ist, wir haben nicht solche Eisenteile gefunden, die halt da durchpassen, dass man sie auch noch zukriegt. Die wir gekauft und auch sonst gesehen hatten, waren alle zu kurz, sie passten halt hier nicht durch dieses dicke Material durch. Deswegen müssen wir mal gucken, ob wir das jetzt noch hinkriegen, ob wir da welche finden. Weil der Nasenriemen hier müsste halt, also definitiv kleiner sein. Ich denke, hier oben am Genick passt es vielleicht und zur Not wächst sie rein. Das finde ich auch nicht ganz so schlimm. Aber ich finde, es sollte halt nicht zu groß auf der Nase sein, weil das ist sonst auch blöde. So, für ganz später hatte ich bei uns aus der Genossenschaft so ein Halfter, das hat die Größe Cobb, deswegen erst für später, wenn sie 3, 4, 5 Jahre alt ist. Aber ich fand das halt so cool, weil Fee auch so ein ähnliches hatte. Und für den Winter ist das halt mega schön, vor allem es ist blau. Es hat hier so einen Karabiner, den ich definitiv besser finde als dieses Teil. Hat aber halt dieses riesige Metall, ist ziemlich groß und schwer und deswegen halt erst für später. Und ebenfalls beim Krämer gekauft. Das Halfter, was auch Wonderly hat, das kann ich euch mal Montag zeigen. Das hier in Größe Shetty ist aber halt ziemlich schwer, aber ich glaube, das wird ihr passen.
Aber das ist halt zu schwer. Und dann haben wir gesagt, am Anfang ist das ja blöd, wenn das, oder wenn sie da sowas Schweres halt um hat. Ebenfalls noch eine Bürste von Equitana geschenkt gekriegt beim Reiterladen 24. Diese Wonder Brush. Ich glaube, die werde ich auch ganz am Anfang benutzen, auch wenn die so scheiße hart ist, sag ich mal. Aber ich denke, damit kriegt man ganz gut dann gerade beim Fellwechsel das alles da raus, dass es möglichst schnell geht. Dann habe ich da noch mal eine Gerte stehen, aber keine Sorge, die wird auch erst später benutzt. Aber die hatte auf der Equitana halt nur 5 € gekostet, deswegen habe ich gesagt, scheiß drauf, ne, nimmst du mit. Gerten kann man immer brauchen am Schluss. Dann habe ich ganz viele Bücher über Fohlen und Isländer. Dieses Mineralfutter, was uns da einer empfohlen hat. Halt so eine Gratisprobe. Ja, und ich glaube, das werde ich dann benutzen fürs Üben auch. Mal schauen, ne? Und bei dem restlichen Futterkram werde ich mal gucken, ob Wanderli das fressen darf, weil wir gelesen haben, dass das für Isländer nicht ganz so gut ist. Weil die ja auf Island sozusagen nur ihr Gras da fressen und halt ab und zu Mineralien von Stein ablecken. Deswegen halt dieses extra Mineralfutter, damit die mehr davon kriegen, weil sie das ja hier in Deutschland nicht so haben, dass sie, sag ich mal, jetzt so viele Mineralien vom Boden aufnehmen können. Ja, und das andere, das in den großen Eimern, ist halt Fohlen, ich glaube, Muskel- und Knochenaufbaufutter. Und ich glaube ganz ehrlich, dass das nicht so gut ist für Isländer. Bei den Leckerlis bin ich mir halt nicht sicher. Da werde ich mal ein paar Isländer-Besitzer fragen, auch auf Instagram, YouTube und halt da von dem Hof, was sie davon halten. Weil ich fand das halt ganz praktisch und vor allem richtig süß, dass sie so kleine Herzchen haben und halt so kleine runde Teile. Ich glaube, das war irgendwas mit Banane. Das war, glaube ich, mit Erdbeere. Also zur Not, wenn die gut schmecken, esse ich die auch. Weil ganz ehrlich, ist ja nichts Schädliches für den Menschen drin. Was genau das hier war, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, irgendwas mit Apfel und Karotte. Und dann hatte ich halt noch ein paar größere eingepackt, weil die hatten, oder die Geschmacksrichtung klang relativ gut. Ich glaube, da war irgendwas mit Kirsche mit bei. Und das da ist grüner Apfel. Also ich glaube halt dieses dunkelrote hier, das ist Kirsche. Ich glaube, Banane war da mit bei. Ich glaube, auch irgendwas mit Honig hatte ich da mit reingeworfen. Aber ich bin mir halt nicht ganz sicher. Es ist schade, dass ich das nicht abfotografiert habe, was genau das ist. Aber die Großen können sonst zur Not auch Wonderly kriegen. Und vielleicht Fee, wenn ich wieder was mit Fee machen kann nach meinem Praktikum, werde ich mal die Besitzerin fragen. Und zur Not ist es, glaube ich, kein Problem, die loszuwerden, weil unsere Pferde sind da wirklich verfressen. Aber es wäre halt super schön gewesen, wenn Freya die auch kriegen könnte. Weil so ein kleines Nebenbei mal da, wenn wir führen, üben oder was mit dem Halfter machen, ist, glaube ich, nicht so schlecht und auch nicht so schlimm. Aber wenn das halt für ihn Magenkacke ist, dann definitiv nicht. Dann bleibe ich bei diesem Mineralfutter, dann kriegt sie halt davon ein bisschen was. Ja, ansonsten werde ich halt mal gucken, dass ich euch da so ein bisschen auf dem Laufenden halte, euch mitnehme. Wie gesagt, sie hat eine Instagram-Seite, wo ich, vor allem wenn ich dann irgendwas mit ihr machen kann, ab April immer so oder versuche so einen kleinen Bericht zu schreiben. Ich kann auch nicht garantieren, dass ich das immer schaffe. Und wie gesagt, wenn wir dann nochmal im April hinfahren, also April auf jeden Fall, am Rest müssen wir mal gucken, weil wir würden sie doch gerne schon an Halfter gewöhnen, wenn wir sie mitnehmen. Weil das bei dem Hof, wo sie dann hinkommt, so ist, dass wir nicht direkt mit dem Hänger an die Weide fahren können. Und ich sie ja dann auch irgendwie von der Weide runterkriegen muss, um mit ihr was zu üben. Und die Hofbesitzerin hatte da auch gesagt, dass es halt besser wäre, wenn sie das dann schon kennt, weil sie ihr Fohlen, also sie hat auch eine Jährlingsstute, und auch mal langsam mit der anfängt, was zu machen. Und deswegen mal schauen. Aber wie gesagt, ich halte euch da auf dem Laufenden. Ich werde versuchen, immer Videos zu drehen. Und ich hoffe, dass das alles klappt und auch gut verläuft. Und ja, dann würde ich sagen, melde ich mich hoffentlich am Montag. Ich werde Wonderly ein bisschen reiten. Vielleicht mal gucken, was ich mit den Leckerlis mache, mit dem Futter. Und von daher würde ich sagen, melde ich mich dann. Und ja, wir hören uns oder ihr seht mich und hört mich. Von daher, bis dann.